bist du ein richtiger Homungulus hier, ne? Komm ran, Alter. Komm ran! Ich mutiere gerade zur Mutter, die ihre Kinder mit Sandalen schlägt. Was ist das denn? Bist du widerlich? Kinderlein, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Lost in Vivo. Ich bin so ein bisschen ängstlich, aber diese Blutkerzen machen doch alles so ein bisschen heimelig. Gut, es sind vielleicht keine Blutkerzen, aber vielleicht Fäkalkerzen. Ich meine, immerhin sind sie ja hier unten in einem Abwasser. Ding. Gut, da gehen wir natürlich nicht rein. Wir werden hier einfach ausharren und sterben. Nur nochmal zum Zusammenfassen. Wir sind eben aus diesem Popoloch rausgekommen. Na, müssen wohl hier rein in dieses weitere Loch. Wir gehen einfach mal runter. 3, 2, 1. Ach Gott, ist das Tee. Ah! Gut, ich habe mich nochmal gefangen. Ich würde sagen, hier harren wir aus. Nicht. Hund? Oh shit, wisst ihr, was jetzt krass wäre? Wenn das gesamte Teil von vorne anfangen würde. Nur halt in einem verrosteten Ding. Wisst ihr, wie hier am Anfang? Hier über uns ist wieder der Schacht und wir müssen wieder losgehen. Alter, ich pfeife mal kurz. Super, scheinbar ist überhaupt niemand mehr hier, ja? Ich habe den Kerl ja totgeschlagen in der ersten Folge. Schaut es euch übrigens an der Stelle, ne, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich mache es auch so wie letztes Mal. Gebt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch für diesen wunderbaren Rost. Schaut euch mal diese Rostbildung an, ja? Sowas wünscht man sich doch bei sich auf dem Auto. So richtig schön vorne die Motorhaube. Oh, da könnte ich ja hinschmelzen. Ich gehe rein. Aber das Geräusch gefällt mir schon gar nicht. Ach komm. Es fängt echt von vorne an. Guck mal, da oben sind diese Dinger. Fuck, das ist genauso wie das wieder anfangen. Das fängt einfach nochmal von vorne an, ne? Wenn es jetzt nach rechts geht, der Weg rast ich total. Och nein. I'm just resting around in my house. Everybody sieht so fucking lustig aus. Ich pfeife mal kurz. Das macht alles jetzt noch viel wahnsinniger, weil ich es ja eben noch schon mal machen musste. Ich werde doch hier gerade eben erst. Ich glaube, ich werde verrückt, ne? Nicht wahnsinnig werden. Babbler. Babbler, werd nicht wahnsinnig, okay? Oh Gott. Dummbabbler, frick dich ab. Okay. Weil ihr mich selbst nennt, klingt's komisch, aber wenn ihr immer sagt, hey Babbler oder Dummi oder Dummbabbler oder Schwanz aus Longus, dann freue ich mich einfach. Es hört sich einfach herrlich an. Es schmeichelt mir. Und es spiegelt natürlich vollkommen die Wahrheit in meinem Gesäß. Oh nein! Hund, bitte sag was. Und jetzt der Hund so. Gut, ich geh rechts. Oh! Okay. Dieser Weg ist eindeutig der falsche Weg. Gott, Leute, ich hab so Schiss, ich hab ultra Gänsehaut, bitte nicht, oh nein. Das Spiel macht mich echt fertig. Holla, die Waldfee. Wo kommt eigentlich dieser Spruch her? Gab es mal... Gott, war da jemand? Ach komm. Hier ist irgendeine trächtige Kuh. Oh Gott, warum? Was ist das für ein Vieh? Oh, stirb kurz, okay? Wäre es dir möglich, kurz zu sterben? Wenn... Never skip leg day oder was? Die haben alle noch nie was von Beinpresse gehört. Ich würde sagen, das macht sie ja fast wieder lächerlich. Aber wenn sie mich anspringen, Alter, ich heul. Fuck, warte kurz, die Maus. Oh, die Maus ist so... Die Maus ist so schnell. Boah, das geht... Das läuft jetzt so wie ein Darm von drinnen. Das ist so ein richtiger Homungulus hier, ne? Okay, gut, ich gehe weiter. Ihr kommt mir jetzt aber nicht hinterher, ne? Leute, gut. Okay, hier erstmal in die Sicherheit gehen. Da vorne leuchtet irgendwas. Ich kann es nicht fassen, dass mich das Spiel so gruselt. Das gibt's doch gar nicht. Wisst ihr, ich gucke die krassesten Filme und spielt Outlast 2. Und hier scheiße ich mich so ein. Ich hab, mir steht's richtig. Also immer die gleichen wird ja dann auch irgendwann langweilig, ne? Super. Hier ist es offen. Ich freue mich schon. Kann sich mein verschissener Hund vielleicht mal melden? Wie groß ist der, Mann? Der hat aber ordentlich geleckt hier. Okay, komm. Hopp, los. Get it on, bitch! I'm gonna slap your ass! Okay, ist mir egal. Komm ran, Alter. Komm ran! Ich mutiere gerade zur Mutter, die ihre Kinder mit Sandalen schlägt. Was ist das denn? Bist du widerlich? Es hat mich sogar geschlagen, ne? Sag's dir aber aus, Mann! Spüre meine Sandale in deinem Arnus. Ja. Ja! Und jetzt? Guck spät aus der Wäsche, eh! Mutiere ich vielleicht selbst zum Killermonster, wenn ich immer auf E drücke? Muss ich die vielleicht einfach liegen lassen und in ihrem Sech einfach sterben lassen? Bis jetzt kommen die Gegner immer ziemlich gemütlich ran, finde ich. So ganz langsam, so Achtung, ich komme jetzt und vielleicht hau ich dich auch. So fast gleichgültig. Es kam bis jetzt noch keiner einfach so um die Ecke so. Ha! Finde ich gut! Ja, Hund! Hört auf, meinen Hund zu ficken! Oh! Da war der Hund! Da war der Hund! Ich hab's geschafft. Was war im Gang rechts? A game by Akuma Kira. Additional programming advice, Boris Patterson. Dog, Danny. Eine Frau hat diesen Dog gespielt, gesprochen und das Skript zum Hund geschrieben, Alter. Enorme Arbeit, ne? Why are you here? Even here? None of this matters. Oh Gott, nothing matters.
Jetzt kommt gleich irgendwas. Was anything real? Ja, natürlich, ich hab's ja gespielt. Frag nicht so blöd. No. It's a game, idiot. Life isn't real. Oh. You're not real. Was? Ich verschwinde vor der Kamera. Doch, ich bin real, du blöde Kuh. I don't have nightmares anymore. I can't see them anymore. I don't care anymore. I don't know, but I can feel a tingling sensation down my balls. Did they die? Jetzt kommt gleich so ein widerlicher Jumpscare, so. Did I die? Ah. Hör auf, jetzt mich umzubringen, okay, Spiel? The end happened a long time ago. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. Ich bin so minimal enttäuscht. Ihr seid die Besten. Habt nicht so viel Angst. Wurstsalat. Bah, ich geh.